Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World The Game. Ja, ich muss mal durchgucken, was es hier heute so Neues gibt. Ich habe auf jeden Fall eine Nachricht bekommen: Hol dir den Stiggy Murlock. Wenn ich, als ich das gelesen habe, wusste ich sofort, es muss ein Video kommen, weil Stiggy Murlock, den wollen wir doch alle sehen. Das wäre dann selten. Den verstehe ich irgendwie nicht. Eines pro Spieler, lass dir diesen garantierten Sauer nicht entgehen. Dieses Angebot ist nur für kurze Zeit verfügbar. Den habe ich mir gerade geholt. Den Rizrudus, wie er heißt, ne? Den musste man tatsächlich kaufen, habe ich mir gekauft und man kann ihn nur einmal bekommen und ich weiß nicht, kriegt man den jetzt in Zukunft noch mal irgendwie durch ein Event oder so? Ah ne, er ist jetzt im Aqua-Paket da. Okay. Hier ist Stiggy Murlock und es gibt einen Boss. Aber wir schauen uns jetzt dann gleich mal den Stiggy Murlock an. Er kostet VIP-Punkte, ne? Ja, 50.000. Hyaenodon haben wir ja mal auf Level 40 gemacht. Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur den Stiggy Murlock heute anschauen und diesen Rizodus mal. Ich habe heute wahrscheinlich vor zu streamen. Nicht allzu lang. Vielleicht ist es doch ein bisschen länger. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall Jurassic World Alive. Und zwar möchte ich da ein paar Kämpfchen machen mit euch, wenn ihr Bock habt. Und generell halt ein bisschen spielen, ne? Und ich habe schon jetzt ein paar Mal gelesen, weil ich habe geschrieben, ja, irgendwann kommt ein Stream. Bitte nicht hier heute. Ich habe auch überdacht und nachgedacht, ob ich es vielleicht irgendwie verschieben kann. Aber es ist leider, ja, wie soll ich sagen, es bietet sich halt an. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich werde ja nicht nur einen Stream machen. Also für die es dann verpassen, es gibt erstens werde ich es als Video hochladen. Zweitens, es wird noch Streams geben in Zukunft. Und Evolution ist auch auf dem Weg, Leute. Keine Angst. Ich habe nur gerade auch ein bisschen was für Fahrschule zu tun und so. Also ich muss da auch ordentlich vorbereiten hier für Tests und so. Oh ja, und wenn ich dann meinen Schein hoffentlich mal habe, dann geht's auch hier wieder besser weiter. Ich sehe nur gerade, ich sollte vielleicht mal Steam und Battle.net ausschalten. Ich mach das mal ganz kurz. Mal hier kurz einen Blackscreen und es geht schon weiter. Gut. Dann schauen wir uns mal einen Stiggy Murlock an. Aber davor wartet mal, wir müssen uns erstmal Platz machen. Ja, Gallimus, sorry. Du musst. Ich hasse das, wenn ich kurz drück, zu lang, zu kurz. Ach, leck mich am Arsch. Jetzt hat. So. Schauen wir uns mal den Guten an. Man hat 33 Tage Zeit. Er scheint also somit auch eine Kreatur wie der Acrocanthosaurus zu sein, mit der man groß rumwirbt, dass sie so krass ist. Ich hoffe nur, dass sie es auch wirklich ist. Der Acrocanto war ja anfangs sehr enttäuschend. Und den haben sie dann irgendwann gebufft. Und seitdem ist er echt super. Ernsthaft? Bei neu verfügbar ist er nicht dabei. Das ist irgendwie weird. Als ob man jetzt bis nach rechts scrollen muss. Also, das ist doch neu. Es ist irgendwie verwirrend. Wir schauen uns die Stats noch nicht an. Ich möchte mich überraschen lassen. Problematik dabei ist ein bisschen, ich kann es immer auch schlecht einschätzen, wenn ich dann den Level 10er sehe. Wir holen uns auch erst einmal 8 Stück, würde ich sagen, bevor wir überhaupt ins. Obwohl, nee, wir schauen uns das erstmal an. Ja, er hat halt die Parasaurolophus und Pachycephalo-Animationen. Halt eben im Pachycephalo-Bau, weil er deswegen so klein ist. Ich glaube, der ist sogar ein bisschen dünner als der Pachycephalo, kann das sein? Ich glaube, da hat Lydia ein bisschen was getan. Mir fällt eh generell auf, dass Lydia in Zukunft jetzt hier, oder in Zukunft generell, oder halt vor kurzem es irgendwie so geschafft hat, die Dinosaurier immer, ja, obwohl sie die gleichen Animationen haben, einzigartiger aussehen zu lassen und halt es geschafft hat. Früher war es ja echt so, als das Spiel rauskam, The Game. Ich meine, Pachycephalo hatten wir. Wir hatten ein paar Saurolophus, die sahen alle so total ähnlich aus, waren alle so dick, obwohl sie eigentlich nicht dick sind. Und hier bei ihm sieht man schon, dass er ein bisschen dünner, glaube ich, ist. Obwohl er, glaube ich, noch dünner ist. Also da können sie da ruhig noch ein bisschen was nachhelfen. Und es sieht so aus, als würden die Shading, also die Schatten und ja, Shading halt so am Körper, also die Dunkel- und Hellstellen noch nicht so bearbeitet werden. Weil er ziemlich hellorange aussah. Und nicht so wie auf dem Bild. Also, sie tun es schon gut, aber bei ihm ist trotzdem noch was verbesserungsfähig. Und wir werden uns jetzt hier einfach nochmal hier den Stiggy Murlock ein paar Mal holen. Ich glaube, muss ihn mir jetzt noch zweimal holen. Hoffe ich zumindest. Und ich brauche wieder Futter. Yay. Da darf ich ganz viel Bugs wieder ausgeben. Ah ja. Ist schön. So, das dürfte doch jetzt reichen, oder? Ich hoffe, ich habe mich nicht vertan.
Ja, ein bisschen peinlich. Um ehrlich zu sein. Wird er mir jetzt hier direkt irgendwie angezeigt oder. Nee. Ach komm, das ist irgendwie nicht so nice. Dass man nicht die neuen ganz anfangs hat, das habe ich ja schon mal gesagt. Finde ich irgendwie nervig. Ich bin an ihm vorbei. Hier so. Was? Mir fehlt einer. Scheiße. Mich um einen vertan. Muss ich mir noch einen kaufen. Aber zuvor werden wir die erstmal platzieren. Ah, Gott. Ja, also es wäre cool, wenn sie in Zukunft auch noch ein paar andere Saurier aus Jurassic World Fallen Kingdom in the Game implementieren. Oder wenn sie vielleicht den Allosaurus reworken würden. Ich meine, wir wissen ja alle aus Fallen Kingdom, dass er im Jurassic Franchise eigentlich dünner aussieht und mehr, ja, längere Arme hat und bla. Interessant, wenn sie es machen würden. Oder wenn den Sinoceratops bekommen. Gibt es den Sinoceratops schon oder nicht? Nein, ich glaube, den gibt es in Jurassic World The Game nicht. Ich will mich jetzt nicht vertun, weil hier gibt es ja schon einige Saurier. Also generell in Alive sind natürlich die Modelle um einiges besser und aktueller, würde ich jetzt mal behaupten. Hier ist ein Nasuto. Das ist ein Parino, gell? Ja gut, ich glaube, den gibt's noch nicht. Das heißt, den könnte man in Zukunft mal rein implementieren. Wäre doch super. Wieso werden wir jetzt nicht in den Markt geschmissen? Ich habe ihn mir doch vorhin geholt. Ja, mal hier Pflanzenfresser. What? Nein! Oh Gott! Wie beim letzten Mal, da habe ich auch den Judon aus Versehen gekauft. Aber den lasse ich jetzt da. Den zu verkaufen, das lohnt sich nicht. Alter, wie kann es sein, dass es mir immer wieder passiert? Oh Gott. Schon irgendwie peinlich. So. Schauen wir uns mal den ganzen Spaß hier an. Oh, der hat sogar richtig viel Leben. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte gemeint, dass der Stiggy Murloc eher mehr Damage hat. Also so ist halt beides relativ ähnlich. Weil der Apato, dass der, ich sage jetzt mal, viel Leben hat, ist ja eigentlich irgendwo auch klar. Ich meine, er ist groß. Okay. Krass. Na, mal schauen. Also das gerade ist irgendwie so ein Anzeichen, dass er viel Leben hat. Und ich weiß nicht, ob das so passend ist. Ich meine, wir haben schon einige Pflanzenfresser, die viel Leben haben. Klar, der Segnosaurus ist jetzt was anderes. Ich hätte jetzt aber schon mal gerne einen gehabt, der vielleicht ein VIP-Saurier ist, der auch viel Damage, also richtig viel Damage hat. Ja gut, er wird immer greller und die Shading-Effekte sind echt noch nicht da. Obwohl am Kopf, da scheint er wegen seines größeren Kopfkragen, so wie man es da nennt, schon einen Schatten aufzuweisen. Keine Ahnung. Also an den Augenhöhlen, wenn ihr es richtig gesehen habt. Ja, mal schauen. Ich treffe schon wieder zu viele Vorurteile. Schauen wir uns jetzt erstmal die Kreaturen an. Sag mal, bin ich irgendwie... Wir hatten vorhin 5 Stiggy Murlocs. Und uns fehlt nicht dann nicht nur noch einer, sondern 2. Okay, ich habe gedacht, ich hatte schon in meinem Gehege 2 Stiggy Murlocs. Deswegen habe ich nur noch einen nachgekauft. Aber anscheinend ist dem nicht so. Anscheinend hatte ich nur einen in meinem Gehege, was auch eigentlich logisch ist. Und ich Idiot aus irgendeinem Grund. Was ist denn das hier für ein Bug, oder? So, dieses Tier kann hier gefunden werden. Da wurde uns hier gerade geholfen. Ja, also ihr seht schon, ich bin sehr verplant. Ich hoffe, das ist dann nachher nicht so, wenn ich hier kämpfe und stream. Die Uhrzeit werde ich dann in den Kommentaren schreiben. Und ich werde wahrscheinlich auch so ein Ankündigungsnachricht machen, weil ein Ankündigungsvideo ist... Ja, das braucht man jetzt nicht. Solange ich meine, jetzt gehen diese Nachrichten, was echt super ist, was ich früher ein bisschen öfters gemacht habe, als ich diese Jurassic World Trailer mir angeschaut habe. Aber jetzt nicht mehr so oft, weil... Ich
Ich soll nicht zu jedem Video sagen, ja, wow, schau dich an, wie toll, bla. Ist mir in irgendeiner Hinsicht dann auch ein bisschen zu viel Aufwand dafür, dass dann doch nicht so krasse Sachen passieren. Ja, er wird immer orangener, brauner, also bisher nichts Besonderes. Aber vielleicht auch besser, dass das Digimurloc nicht auf einmal blau ist. Mich würde interessieren, ob er dann auf Level 40... Schauen wir uns mal die Farben an. Die Farben bleiben mir dann meistens immer ähnlich. Ja, der wird einfach total grell und wahrscheinlich kriegt er Stacheln am Rücken. Ich sag, der kriegt Stacheln am Rücken. Bis zum Schwanz. Okay, er sieht da sehr gealtert aus. Diese Stacheln dann hinten auf seinem Hinterkopf noch, die so hervorragen. Aber er kriegt keinen Schnauzenstachel. Das hätte ich jetzt schon gerechnet. Ja, er kriegt am Rücken Stacheln. Das war irgendwie klar. Aber eigentlich ganz niedlich. Alter, der richtig, also er sieht ja echt cool aus. Also die Farben sehen super aus. Bisschen zu grell für meinen Geschmack fast schon. Aber diese dunkelroten Stellen gefallen mir. Und unser Futter reicht gerade noch so. Stigimurloc verständigt sich hauptsächlich durch Schnauben und Knurren, ähnlich wie heutige Antilopen. Auch wenn sie dank ihrem gewölbten Schädel über eine Angriffswaffe verfügen, sind diese Saurier meistens sehr scheu. Aggressiv werden sie höchstens untereinander. Stigimurloc verfügt über Zähne sowie einen Schnabel, mit welchem er mundgerechte Portionen aus Pflanzen herausreißen kann. Die Größe der Rückenstacheln dieses Dinosaurus sind abhängig von seinem Alter. Bei jungen Stigimurlochen sind sie viel ausgeprägter als bei älteren. So, war da eine ein Jungtier da? Oder nicht in Jurassic World? Ich glaube, der hatte keine, gell? Ja gut, schauen wir uns nochmal die Stats an. Ja, er hat echt viel Leben. Gar nicht mal so wenig Damage. Ich muss es jetzt mal ganz kurz vergleichen. Ich habe wirklich gerade gar keinen Vergleich da. Bei Indoraptor haben sie aber nichts gemacht, oder? Ich glaube nicht, ne. Wenn schon... Wäre es immer super, wenn ihr mir da schreiben würdet. Das Digimurloc scheint echt nicht so krass zu sein. Kann mich jemand schlagen? Kann mich jemand schlagen? Wieso zur Hölle gehe ich... Oh Gott. Da ist er. Nee, der ist schon okay. Ich gehe einfach ins Boosted Fight, wo... Oh Gott. Nur Fleischresser an sind. Alter. Ich hab... Nee. Ja. Bisschen mehr Leben als der Akkokanto. Dafür weniger Damage. Ja, ist okay, würde ich behaupten. Und der Akkokanto-Vergleich zum Tanicolacro ist immer noch nicht... Ist halt echt nicht so krass, ne? Eolambia ist halt Premium. Ja, ist schon okay. Aber ich verstehe das immer noch nicht. Stigimurloc hat 400 Leben weniger und dafür halt 100, was sind denn das, 50 Damage weniger. Der Metapo hat 300 Leben weniger als Akkokanto. Dafür 100 Damage, also weniger als 100 Damage mehr, ist aber vor ihm. Was war das gerade? Das neues Event? Hat neues Event begonnen oder was? Nee, also das ist echt komisch. Also dieses Balancing, das kapiere ich nicht so ganz. Ich weiß schon, Angriff ist krasser als... Also sagt halt ein bisschen mehr aus als Leben, aber ihr merkt es ja, der eine hat viel mehr Leben und, sag ich jetzt mal, ein bisschen, schon mehr Damage und der andere nicht und ist vor ihm. Ach Gott. Ist irgendwie ein bisschen komisch und ich bin ein Idiot, weil ich wieder auf den Falschen geklickt habe. Ist wurscht. Ich hätte einfach im Store bleiben sollen. Da ist er. Rizodus. Gucken wir uns mal an. Hat eine neue Animation? Ich glaube nicht. Nee, das ist wieder so... Ich glaube, Megalodon und Dunkelösterhäus. Er sieht aber ziemlich cool aus. So eine Quastenflosse irgendwie, ne? Wusstest du schon, dass Rizodus der größte bekannte Süßwasserfisch war? Er konnte zwischen 7 Metern lang werden. Also zwischen, klingt da ein bisschen komisch als Übersetzung, ich glaube, mindestens müsste da hinkommen oder
bis zu oder im Bereich von 7 Metern. Irgendwie sowas, aber zwischen klingt da nicht so passend. Ich würde jetzt gern den mal vergleichen. Kann es sein, wenn man Doppelklick auf ein Bild macht, dass man sich den dann kauft? Kann es sein, dass man den dann kauft? Ich glaube, ich habe jetzt mehrfach Doppelklick einfach gedrückt und habe dadurch aus Versehen einen gekauft. Nee, da bin ich schon echt dran. Ne? Ich muss mit meinem Zeiger weiter oben hier rumschwirren. Ach, das ist das da. Okay. Den Rizodos, den schaltet man gar nicht frei, so. Okay, das ist echt assi. Wir können die Sets trotzdem anschauen. Der ist ja kacke. Der Stückso war sonst, obwohl Stückso war nie wirklich schwach. Ja, der Rizodos ist schon nicht gerade gut. Ja gut, Thylo sollte ich jetzt nicht vergleichen. Ja, der ist schon ziemlich schwach tatsächlich. Er ist Höhle, ne? Können wir mit dem Dunkleosteus mal vergleichen. Wo haben wir unseren Dunkleosteus? Da ist er. Ja gut, der Dunkleosteus ist aber auch nicht so viel stärker. Anscheinend sind die Höhlenviecher generell in dem Spiel nicht so krass, ne? Ja, wohl der Ammonit, der ist schon besser. Ja, also geil ist er nicht. Vielleicht haben sie so ein bisschen mit den, haben sie ihn mit den Höhlenviechern verglichen und haben gesehen, dann dürfte er nicht viel stärker sein als das und das. Aber der Dunkleosteus ist ja auch schon sehr schwach. Deswegen war es vielleicht ein bisschen blöd, das so zu vergleichen, aber meine Güte. Event lohnt sich jetzt leider auch nicht mehr. So wirklich. Ich möchte unter den 20 Minuten bleiben. Da müssen wir mit Wasserviechern. Ja, das ist ein bisschen blöd, weil unser Rizodos ist ja nicht wirklich stark. Und es dauert nur wieder zu lang. Ich will den Stimulox sehen, Leute. Wir kämpfen ganz normal PvP und nicht unter Wasser. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Er hat die gleichen Stats wie der Mastodonsaurus. Ich sehe es jetzt erst, ich bin blöd. Nee, Mann, Leute. Lydia, wieso kopiert ihr die Stats? Oh Gott, nein. Wieso? Lydia, why? Ich mag sowas überhaupt nicht, wenn Stats kopiert werden. Shit, wir hätten ihn töten können. Bitte nicht angreifen. Alles klar. Als ob. Ja, dann haben wir leider nicht den Sigimolog auf dem letzten Bild. Auf dem Siegescreen, weil er wird uns jetzt wahrscheinlich killen mit seinem Unarynchus, ne? Weil so Zero Fucks Given-mäßig greift er einfach wahrscheinlich an, oder? Er lässt es vielleicht. Er lässt sogar, weil er Respekt hat. Probier das jetzt mal aus. Okay, es ist auch dumm. Vielleicht denkt er ja, wir haben 4 Verteidigung oder so. Nee, denkt er nicht. Schade. Macht auf jeden Fall noch einen Kampf. Ich möchte ihn auf dem CD-Screen mal haben. Wir brauchen nur 2 Punkte über, damit wir den nächsten killen von dem her. Alles okay. Ja, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ja, der Schwarz vom Akrokanto ist irgendwie ziemlich dünn. Das sieht nicht so normal aus, dass er da ohne Probleme dastehen kann, ohne irgendwie einen Gewichtsausgleich hinten. Aber meine Güte. So, jetzt probieren wir es nochmal und vielleicht kriegen wir nicht einen Gegner, der sofort einfach angreift. Ja, da hätte ich mehr Verteidigung gehen sollen, aber ich habe es ja euch schon mal gesagt, als wir das VIP-Gyrosphären-Event gewonnen haben, dass ich das nicht so gewohnt bin, auf Verteidigung zu gehen, weil ich es nie nötig hatte, beziehungsweise ich habe mir halt ein anderes Spiel.
Spielweise, wenn man so sagen kann, angewöhnt. Probieren das mal. Mit diesem Saven und Traden, weil das halt online oder in Events gegen die Bots um einiges effektiver ist, wenn sie dann gegen die nächsten 4 Punkte einsetzen. Ja, sieht fast so aus, als würde ich jetzt das andere Mal gebrauchen. Na, Kollege? Bitte nicht. Okay, Gott sei Dank. Hatte gerade Schiss, dass er alle gesaved hätte. Dann wäre nämlich meine Runde nicht so geöffnet gewesen. Okay, jetzt war wahrscheinlich 2 Verteidigungen. Ist okay. Du Kacke, Mann. Wir müssen 4 Punkte... Du Arsch. Ohne Witz. Du Arsch. Ja, ja. Er wird wahrscheinlich nur 3 Punkte setzen. Ja, weil er sich denkt, einen haben wir ja Verteidigung, was wir natürlich nicht haben, aber trotzdem. Ach Gott. Jetzt ist wieder mit dem 2 Punkte über. Das ist gerade richtig scheiße, weil... Scheiße. Er hat einen gesaved. Ich hoffe, er muss 4 Punkte gegen uns setzen. Er muss wahrscheinlich 4 Punkte setzen. Die Frage ist, ob wir ihn mit unseren 3 Punkten dann töten. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Nee, den werden wir nicht töten. Bitte greif an, nächste Runde. Bitte greif an. Ah, er kann uns töten. Scheiße. Was soll die Kacke? Ich hoffe, er verteidigt nicht mit so vielen Punkten. Bitte nicht. Mann. Wieso? Och, ich hasse sowas. Das ist... Oh Gott, das... Ich weiß nicht. Es wäre verhinderbar gewesen, wenn ich... eben nicht auf Verteidigung gegangen wäre, ne? Alter, Mann, sowas nervt. Ach Gott. Ich hätte ihn noch gern auf dem Siegescreen. Wir probieren jetzt mal was aus. Ich setze jetzt mal etwas schwächere. Ah, komm hier, Indoraptor. Auf den haben wir doch alle Bock. Und dann Steam, oder? Mal gucken. Da was sich vielleicht machen lässt. 2 Fleischfresser schon wieder, ey. Unnötig. Mal schauen, ob da was kommt. Wir können mit 2 Punkten töten. Ja, er verteidigt auch sehr gut. Also es ist Wurf. Und ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Bitte nicht angreifen, bitte, bitte nicht angreifen. Da ist mir sicher 2 Verteidigung. Es ist so abartig. Es ist so abartig, ey. Wie viele Punkte wir setzen müssen. Raubt er gegen den Dominus. Ach Gott, er hat noch 2 Punkte übrig. Ja, wir können ihn schon wieder nicht töten. Ja, das haben wir verkackt. Was soll denn das, Mann? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Thank you.
Er greift an. Super. Danke. Dankeschön. Ja, er ist tot jetzt. Weg mit dir. Du Drecksviech. Alter, weggebounced. Weggehauen ihn. Schwanz da. Entschuldigung. Ich kann jetzt richtig fies sein, den Titel nennen: Stegimolok vs. Indominus. Mal gucken. Nee. Also, es war doch eine längere Folge. Ich hatte sie eigentlich kürzer geplant. Kann man leider nicht verhindern, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Heute kommt dann wahrscheinlich noch ein Stream. Ich werde es ankündigen. Bis dann. Sagt euch auch selber. Ciao.